Schon lange wollte ich einmal diesen Koi-Teich in der deutschsprachigen Schweiz besuchen, zumal mich der Kunde 2016 in Japan begleitete und ich die gekauften Koi begutachten wollte. Bereits in Japan habe ich schon vieles über den Teich erfahren, sodass meine Vorfreude groß war, endlich vor Ort zu sein. Schnell war zu erkennen, wie akribisch und liebevoll einzelne Details am Koi-Teich positioniert waren. Das hat mich sofort an ein Schweizer Uhrwerk erinnert. Ein Zahnrad griff ins andere, sehr harmonisch gestaltet und bis in das letzte Detail durchgeplant. 36 Koi in 36 Kubik Wasservolumen klingt zunächst, als wäre der Teich gut besetzt. Allerdings gibt es im oberen Bereich einen Pflanzenfilter von insgesamt 8 Kubik Wasservolumen, wodurch eine hervorragende Wasserqualität gewährleistet ist und auch der Fischbesatz dementsprechend überhaupt kein Problem darstellt. Der Neubesatz hat sich super entwickelt. Besonders hervorzuheben sind vielleicht zwei kleine Koi, die noch dazugekommen sind, und zwar ein Benigoi und ein Iozuri vom Züchter Shinoda, die im Mai mit 20 cm eingesetzt worden sind und heute stolze 40 cm plus aufweisen. Das zeigt mir die hervorragende Blutlinie dieses Züchters. Um so etwas Wunderschönes zu erschaffen bzw. zu erhalten, braucht man viel Leidenschaft, was aber letztendlich absolut gelungen ist. Diese tolle Gartenanlage in den Schweizer Bergen ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie positiv man sein Leben gestalten kann mit einer Oase im eigenen Garten, ohne Fernweh zu bekommen.